uns im Niemandiesee. Wir tauchen ein in die Stille. Ja, hallöchen und herzlich willkommen von der schönsten Insel der Welt aus Zypern, Peru Place. Ich bin der Peru. Ja, wir sind heute zurück in den oder bei den Alaskan Road Truckers. Ja, in der letzten Folge habe ich so ein bisschen den Glauben an das Ganze hier verloren, also mit diesen Tonfehlern und anderen Zipperlein. Ehrlich gesagt, vor dieser Folge hatte ich ein bisschen Angst. Keine Ahnung, was uns heute erwartet. Ich hoffe, Sie haben in der Zwischenzeit den einen oder anderen Bug beseitigt. Das heißt, wir stürzen uns mal rein und ja, Daumen drücken, dass alles gut geht. Genau aus diesem Grund das Ganze auch als Aufzeichnung, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, worauf das hinausläuft, ob es gut läuft, keine Ahnung. Wie auch immer, wenn es euch gefällt, wie immer, natürlich nicht vergessen. Ne? Lasst ein Like, Follow, da läutet die Glocke, wenn es euch gefällt, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Nette Kommentare sind auch immer ganz nett. Ne? Lasst mal den Algorithmus triggern, haut rein, Randale. Ne? Dankeschön dafür. So, und jetzt geht's ab. Wir stehen noch in der Gegend rum an einer Baustelle. Da haben wir nämlich letztes Mal Sprit transportiert. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein paar nette Aufträge finden. Hier haben wir einen Gabelstapler. Ein Gabelstapler ist doch mal was Nettes. Lass uns mal angucken. Den kriegen wir da. Das ist jetzt gar nicht so weit von uns entfernt. Da stellen wir doch mal den Navi ein. Wieso muss ich da so einen Umweg fahren? Hä? Das ist doch auf derselben Strecke. Müssen wir uns mal angucken. Ah, okay, ich glaube, ich sehe warum. Weil wir sind auf so einer Ausweichstraße oder Neubaustraße, wie auch immer. Okay, Motor läuft, ab geht die Luzi. Drückt uns mir die Daumen, dass diesmal alles funktioniert. Jetzt haben wir den schönen neuen Truck letztes Mal gar nicht richtig ausfahren können. Ich hoffe, wir haben diesmal mehr Glück. Also noch hört sich der Motor okay an. So, lass mal ganz kurz gucken bei der Gelegenheit. Gesundheit sieht gut aus. Ernährung, Schlaf, ja, Ernährung und Schlaf. Schlaf müssten wir demnächst wieder was machen. Ah, okay. Jetzt müssen wir natürlich erstmal eine Stelle zum Wenden finden. Ordne mich schon mal so links ein hier. Ach komm hier. Mach ich keine Gefangenen. Einmal schön einschlafen. Warnhupe, genau. So. So, einmal flott gewendet, weil sonst waren wir ja ewig hier durch die Gegend vernischt. Muss ja auch nicht sein. Da hinten blinkt es schon, ganz unauffällig. Und ich glaube, ich werde bei Gelegenheit mal zum Check in eine Werkstatt fahren. Sicher ist sicher. So langsam und sicher müssen wir uns ja auch mal so auf den Winter langsam einstellen. Wir sind Mitte Herbst schon. Das heißt, wir sollten mal darauf achten, sicherstellen, dass wir dann alles haben im Winter. Na, also die Frostschutzhaube nenne ich es jetzt mal. Winterjacke, ne, meine ist ja auch schon so ein bisschen durch. Das alles sollten wir vor Beginn der Wintersaison dann schon haben. Und ich hoffe mal, dass wir demnächst ein bisschen mehr Erfahrung und Kohle dann auch auf dem Konto haben. Ja, damit wir mal einen Klasse 2 Truck endlich kriegen. So, da steht schon unser Anhänger. Das scheint er zu sein, oder? Ist er das? Nee, da hinten. Was? Da hinten? Hä? Jetzt machen wir nicht porös hier. Moment, Moment. Die wollen mich doch durcheinander bringen hier. Wir haben doch
habe ich jetzt Flüssigasphalt genommen statt dem Gabelstapler? Nee. Moment. Das haben wir doch schon gemacht. Leute, jetzt werde ich aber porös. Wieso? Wir hatten das doch schon abgeliefert. So, warte mal. Das kann aber jetzt nicht sein. Weil ich, nein, ich fahre da jetzt nicht nochmal zurück. Nein, 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 nein. Dann breche ich ihn ab. Ist mir egal. Aber das geht ja gar nicht. So, einmal abbrechen. So, jetzt... Hä? Also, Leute, wirklich. Ohne Scheiß. Das ist Kacke. Man kann es nicht schönreden, ne? Es ist... Wieso kann ich jetzt auf das Ding hier nicht zugreifen, auf den Auftrag? Wieso sind da jetzt keine Aufträge? Ich setz mal kurz zurück. Wir hatten doch... Ich habe einen Videobeweis. Wir hatten doch den Auftrag angenommen mit dem Gabelstapler. So, Moment. Jetzt machen wir mal kurz die Kiste aus. Dann gehen wir mal kurz rein hier bei dem Kollegen. Jetzt wird doch gelacht. Also wenn wir es jetzt nicht über die Karte kriegen, dann müssten wir es ja zumindest im Büro kriegen. Na, geht ja schon wieder gut los, ja. Was ist aktuell mit diesem Spiel los? Das ist so schade. Weil es ist optisch und von der Spielidee wirklich ein schönes Spiel. Da gibt's nichts zu sagen, ja. Aber diese Kleinigkeiten, mal größer, mal kleiner, ne, die ja, machen es auch ein bisschen. Die reißen es mit dem Hintern wieder ein, sag ich mal. So, da haben wir den Gabelstapler. Genau. Eben. Die wollen uns doch verkohlen hier. So, theoretisch könnte ich doch jetzt die Jacke auch gleich mal ausziehen. Jetzt will ich erstmal ankoppeln hier. Ja, und bei Gelegenheit auch mal Tanke, ein bisschen was zu futtern einkaufen. Es gibt da einiges zu tun. Aber jetzt schnappen wir uns erstmal hier den Gabelstapler. Habe ich gar nicht mal so gut rangiert hier, ne? Junge, Junge. Das sieht gut aus, jawohl. Ey, du solltest... Ups, ankoppeln, genau. So. Schloss, muss ich jetzt mal wieder so ein bisschen reinkommen. Die muss ich doch auch noch hoch, Tiefen, fummeln, genau. Richtig. Okay, passt. Sitzt, wackelt, hat Luft. Sehr schön. Achso, die Kabel noch, genau. So, mal grün. Hallo? Und ran da. Guti, sitzt, wackelt, hat Luft. Und hier einmal. Et voilà. Damit wären wir abfahrbereit. Ich sehe schon, ich muss wieder wenden, ne? Ach du lieber Himmel. Was? Ich bin doch... Der ist doch vollständig verbunden. Oder hat er ihn nicht ganz hochgefahren hier?
Aha, Klick. Okay, der ist nicht voll angezogen gewesen. Das ist natürlich suboptimal. Darf nicht sein. Da hat er völlig recht. Gut, Abfahrt. Achso, Bremse raus. Oh, Leute, Entschuldigung, ich bin noch nicht fit heute. Es ist morgens, als ich das Ganze aufzeichne. Das wird zur Erklärung. Deshalb bin ich noch so ein bisschen Dulli in der Birne. So, jetzt geht's aber wirklich los. Ja, jetzt muss ich wieder einen kleinen Umweg fahren. Einen kleinen großen. Weil wir müssen wieder wenden. Wir müssen jetzt auf diese widerliche Aushilfsstraße, Umbaustraße, wie auch immer. Das heißt, wir müssen gleich wieder einen Wendepunkt suchen. Die Baustelle nervt wirklich. Was mir immer wieder auffällt, so wenn man normal beim Fahren auf der Straße ist, ist die Lenkung fast schon zu großzügig. Wenn du aber rangierst und so, ne, das dauert gefühlt ewig, bis er einschlägt. Ja, also das ist ein bisschen merkwürdig. Haben wir jetzt eigentlich hier 15:50? Okay. Ja, ist sowieso ein bisschen diesig. Da lasse ich mal das Licht an. Hier der Kollege hier auch ganz vorbildlich hat auch die Lichter an. Also die Lichter. So, was kriegt er denn hier jetzt eigentlich lang? Kann mir das irgendjemand verraten? Ja, so mit der Fahrspur nimmt das aber auch nicht so genau, ne? Also soll noch mal einer bei mir meckern. So, jetzt gleich an der Kreuzung könnte ich es mal probieren zu wenden. Ich hoffe, das haut einigermaßen hin. Ja, das ist jetzt natürlich rot bei meinem Glück, ne? Das ist natürlich ganz super. Muss jetzt erstmal abwarten, dass hier nichts neben mir kommt. Ärger hoch. Also wir werden das definitiv auch mal wieder live spielen. Bloß wie gesagt, momentan habe ich noch nicht so das große Vertrauen. Ja, also ich bin da so momentan im Vertrauen, was das betrifft, so ein bisschen erschüttert. Guck mal, er fährt einfach weiter, ne? Das interessiert ihn nicht. Verkehrs-KI ist nach wie vor ein Thema, ne? Wenn ich jetzt zurücksetze, ich könnte wetten. Der setzt einfach weiter vor. Nee, macht er jetzt nicht, ausnahmsweise. Aber jetzt steht er uns natürlich weiterhin im Weg. Das ist, ja, bescheiden. Ich sag mal bescheiden. Das heißt, immer wieder sind wir gezwungen, irgendwie ganz komische Fahrmanöver zu machen, wie hier jetzt. Ab durch die Büsche. Ja. Weil die Verkehrs-KI uns dazu zwingt, nötigt, wie auch immer. Ich muss jetzt sehen, dass ich hier jetzt. Warte mal. Ja, ein bisschen durch die Botanik. Es hilft ja nichts. Was soll ich machen? Was sollst du machen, ne? Aber wir sind jetzt wieder auf Kurs. Das ist das, was zählt. Verrückt. Aber immerhin, der Ton passt schon mal. Nee, aber die Verkehrs-KI, da muss dran gearbeitet werden. Die reagieren ja so gut wie null auf dich. Na, wir haben es ja schon wiederholt gesehen, ne? Wenn du mal anhalten musst, weil ein Baumstamm auf der Straße liegt oder irgend sowas, ist ja normalerweise kein Problem. Aber die KI kracht ja auch dann gerne mal rein, obwohl du schon stehst mit angezogener Handbremse, einfach mal so, ne? Und du hast dann den wahren Schaden, ja, und damit die Arschkarte. Das kann es natürlich nicht sein.
So, hier kommt wieder unser Baustellenbereich. Ganz schön abbremsen, weil die Kollegen von der Polizei lauern schon hier wieder. Würden wir gerne ein Ticket ausstellen, aber lass mal einfach. So, wir haben noch, das ist schon eine ganz schöne Strecke, habe ich jetzt gar nicht mal so drauf geschaut. 442 Meilen, das ist schon dann doch recht ordentlich. Ja, mich ärgert das, dass ich das momentan nicht so oft spielen kann. Was heißt, nicht will, weil ganz einfach zu viele Fehler aktuell drin sind oder waren. Das schreckt denn ja doch ein bisschen ab. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch weiterkommen, ne, insbesondere wo hier der Winter vor der Tür steht, ne, dass wir da ja, uns aufleveln, vielleicht sogar noch einen besseren Truck, also den ersten der Klasse 2 kriegen. Das will man ja alles machen. Deshalb beiße ich mich auch heute für euch hier durch. So, schon wieder Kriechzeit hier. 25 Meilen. So, wir hatten ja in der letzten Zeit übrigens, um mal ein bisschen über den Kanal zu sprechen, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, vermehrt oder überwiegend auch Livestreams vom Steam Deck, was auch eine coole Sache ist. Ich finde, das bringt ein bisschen Abwechslung rein, zumal wir ja auf dem Steam Deck auch Spiele spielen können, die es eben halt für die Konsole nicht gibt. Und auf jeden Fall werden wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr von der PlayStation 5 zocken. Ich weiß, dass einige da auch danach gefragt haben. Und selbstverständlich machen wir das auch. Das, wie gesagt, ne, Abwechslung muss sein. Wie ich immer schön sage, Hindernis auf der Straße, jetzt müssen wir aufpassen. Ne, wie ich immer so schön sage, ne, wer isst schon täglich gerne Spaghetti Bolognese, ist eine geile Sache. Aber nach dem fünften Tag wird es ein bisschen fad. Ne? Deshalb, wie gesagt, ich versuche euch hier immer so ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal zu bieten. Und ich hoffe, das gelingt mir auch. So, ich denke mal, ja, der Tank sieht gut aus. Ich schaue jetzt gerade mal so auf das Tacho. Da sieht das gut aus. Ich glaube, nachtanken brauchen wir nicht so schnell. Aber ich denke mal, spätestens, wenn wir unser Ziel erreicht haben, werde ich trotzdem mal eine Tanke aufsuchen, Vorräte auffüllen. Wir könnten eigentlich auch mal nach dem Markt schauen, dass wir eine neue Jacke schon mal in Reserve haben. Weil ich glaube, meine ist schon zu 70% oder so aufgebraucht. Ja, da steht einiges auf dem Plan hier. Ich finde es eigentlich angenehm, gerade Alaska, dass sie das gewählt haben, weil einfach auf den Straßen ist es deutlich ruhiger als in den Stadtgebieten, selbstverständlich. Ne, deshalb verstehe ich immer nicht, wenn Leute sich beschweren, da ist zu wenig Verkehr. Ich meine, zum einen könnt ihr euch natürlich die Verkehrsdichte in den Einstellungen einstellen, davon mal ab. Ne? Aber in den regulären Einstellungen ist das so überhaupt nicht verkehrt. Also da ist jetzt nicht mega Traffic auf den Straßen. Ne? Ich weiß gar nicht, was das Gejammer soll. Verstehe ich nicht ganz. Ne? Es ist eben halt jetzt nicht Euro Truck oder American Truck Simulator oder ähnliche Spiele, die in Europa oder in den USA spielen, in den Ballungsgebieten. Da ist eben halt nicht so viel Verkehr. Dann ist nun mal so. Wie gesagt, wenn es nicht passt, kannst du ja einstellen. Ne? Oder sein lassen. Je nachdem. Ne? Es ist, wie es ist. Sag mal, regnet das? Ich meine, würde mich nicht überraschen. Ist ja ein Peru Playstream. Aber naja, schauen wir mal.
So, wie sieht es eigentlich temperaturtechnisch aus? Wie gesagt, wir sind jetzt Mitte, Ende Herbst. Minus 6,4 Grad. Okay, das ist noch übersichtlich. Also wenn hier Winter wird, dann wird es knackig. Ich denke mal 20 bis 40 Grad Minus in der Spitze. Wie gesagt, darauf sollten wir auch dementsprechend vorbereitet sein, bevor der Winter kommt. Ich weiß ja nicht, inwieweit wir diesen LKW auch motortechnisch eventuell noch hochtunen können. Ich würde ihn gerne eigentlich noch eine Weile fahren. Ich weiß gar nicht, welche Klasse die Trucks haben, die wir als Bonus mitbekommen haben. Mit der Highway Edition. Aber ich befürchte, es sind auch Klasse 1 Trucks. Aber was soll's, ne? Wir müssen ja irgendwie mal weiterkommen. Wir brauchen stärkere Fahrzeuge. Wie gesagt, deshalb hoffe ich, dass wir bald die Klasse 2 reißen hier. Vor dem Winter wäre ein Traum. Ob das hinhaut? Naja. Aber ich hab's jetzt eigentlich nicht geplant, aber ich find's schön. Ah! Oh, der kommt so schnell ins Schwimmen, ne? Junge. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt gar nicht so die Absicht, aber ich find's schön, dass wir doch eine längere Strecke erwischt haben. Erstmal, dass wir ein bisschen länger unterwegs sind und zweitens natürlich ein bisschen mehr was sehen. Ich freue mich ja immer, wenn wir was Neues hier auf der Karte sehen. So, was war denn jetzt mit diesem Hindernis auf der Straße? Ah, jetzt fängt er schon wieder an zu blinzeln. Der Kollege wird schon wieder müde. Weiß nicht, reicht das noch? Was haben wir denn hier noch auf der Uhr? 270 Meilen. Theoretisch würde ich sagen, könnte er schaffen. Auf der anderen Seite, wir kennen sie ja unseren Pappenheimer und ich habe keine Lust, mir das Dauergegene anzuhören. Das heißt, wir werden mal die Augen offen halten. Nach dem Rastplatz oder ähnlichem. Und da eine kleine Pause machen. Den Kollegen mal ein bisschen pofen lassen. So, und jetzt Achtung, wieder Tonfail. Ja, genau. Genau, mein Freund. Einfach auf die Straße, egal. Also dieser Soundbug macht mich fertig, ne? Also ich kann jetzt schon sagen, wir werden hier nur diese Fahrt machen in diesem. Weil es nervt einfach. Es nervt unglaublich. Jetzt geht's doch, weil wir fahren ja auch tatsächlich. Beziehungsweise jetzt wieder. Aber diese Tonschleife spielt einfach weiter und es geht einem einfach nur auf den Sack. Es ist ja auch keine Veränderung drin, ne? Egal, ob ich Gas gebe, ob ich bremse, der Ton hakt fest, ja? Und ich verstehe nicht, warum das nicht gefixt wird. Ich denke mal, das Problem sollte mittlerweile bekannt sein. Oh, 15 Meilen. Ah, oh Gott. Ach, da haben wir ja meine Lieblingsstrecke erwischt. Hier waren wir schon mal. Das ist meine ganz persönliche Albtraumstrecke. Das ist geil, ne? Wir kriechen, der Sound ist, als wenn wir 55 Meilen pro Stunde fahren. Dazu dürfen wir uns jetzt noch das Gene. Alter, noch langsamer. Du stehst, mein Freund. Also jetzt werde ich wirklich... Weg da. Nee, jetzt werde ich rabiat. Jetzt ist vorbei mit Defensivfahren hier. Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt stürzt er da noch rein. Passt schon. Ja. Also, damit können wir schon mal auf sicher sagen. Werkstattbesuch angesagt. Das Haus dankt.
Jetzt war ich schon froh, habe gelobt, dass der Ton wieder funktioniert. Und was ist? Nichts auf Kies gefurzt. So, ich überschreite jetzt hier mal ein bisschen die Geschwindigkeitsgrenze, weil das geht gar nicht hier mit den 15 Meilen. Zumal du dann, habt ihr ja gesehen, NPCs hast, die einfach auf Null runterbremsen. Nichts da, 15 Meilen sowieso nur angesagt und dann stehen bleiben, das ist tödlich. Ihr wisst, wie das ist, wenn man so einen Truck hat, bis man da wieder ins Rollen kommt, ne? Junge, Junge. Und den Schaden haben wir jetzt auch noch. Obwohl wir dafür in dem Fall tatsächlich gar nichts gönnen. So, wenn ihr jetzt gerade reingeschaltet habt, ne, nein, das ist kein Tonproblem. Doch, es ist ein Tonproblem. Ich wollte sagen, es ist kein Tonproblem bei euch. Auch das Video hakt nicht. Ne, nach wie vor haben wir leider bei Alaskan Road Truckers dieses wirklich unangenehme Soundproblem, dass der Truck-Sound festhängt. Deshalb bitte nicht wundern, wenn der Motorsound nicht zu dem aktuellen Bild passt. Kann natürlich auch passieren, wenn wir gleich nachher aussteigen, ne, dass dann der Ton munter weiterläuft. Ja, was sollst du machen, ne? Also du kannst ja auch machen, was du willst, ne? Ich habe schon von der Festplatte genommen, neu installiert, ne? Nix zu backen. Es ist natürlich doof jetzt mit dem Sound. Mit dem Sound hängt ja auch irgendwo dein Fahrgefühl zusammen, ob du schnell fährst oder langsam, ob du bremst oder beschleunigst. Das fehlt dir ja natürlich jetzt total, ne? Das ist... Junge, Junge. Jetzt muss man also doppelt und dreifach mehr oder weniger aufpassen auch noch. Also wie gesagt, mit diesen Dauertonschleife werde ich jetzt hier nicht so lang machen. Wir werden diese Fahrt hier machen und dann soll das für heute reichen, weil das macht so weder mir noch euch Spaß. Ist nur nervig. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich will ja im Spiel ein bisschen weiterkommen. Dann werde ich, bis das Ganze behoben ist, ein bisschen für mich alleine zocken. Und wenn dann alles wieder gefixt ist, hoffe ich bald, dann werden wir das auch wieder zusammenspielen, auch live spielen. Aber so, ne, ich denke, das seht ihr auch ein, macht das keinen Sinn. So, noch knapp 180 Meilen. Irgendeine Raststätte oder Parkplatz wäre jetzt angenehm. Glück, dass jetzt kein Gegenverkehr kam. Junge, Junge. Nee, kein Parkplatz. Obwohl, ich könnte natürlich auch auf so ein Firmengelände fahren eigentlich. Aber wie gesagt, ich hätte ja natürlich gerne eingekauft. So, jetzt haben wir schon eine Warenbeschädigung von 2%, ne? Das eiert mich richtig an. Wenn ich selber verkacke, ne, mea culpa, Asche auf mein Haupt, ist in Ordnung. Ja, da kriegen wir noch den Strafzettel. Da hat der Papa zu spät abgebremst. Aber wie gesagt, ich habe hier aktuell null Gefühl, was es angeht, die Geschwindigkeit, durch den falschen Sound. Ach, da ist auch eine Tankstelle. Scheiß die Wand an. Jetzt können wir ja noch ein bisschen auftanken, sicher ist sicher. So, ich habe jetzt das dumpfe Gefühl, es wird nichts ändern. Ja,
Genau. Ihr seht, Motor geht aus. Das sieht man jetzt auch nur am Tempomat, wollte ich sagen, am Tachomat. Der Ton bleibt natürlich, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Erinnert ihr euch noch? Irgendwann lässt die Schleife nach und da werden alle Sounds nachgeliefert, die ihr bis dahin hattet. Ich könnte mir fast denken, das passiert hier heute wieder. So, ich würde gerne hier das benutzen. Jawohl, danke. Also das ist heute irgendwie nicht der Tag für dieses Spiel. War es allerdings letztes Mal auch schon nicht. So, hör auf zu gehen hier. Wir wissen, dass du müde bist. Die Menge kann ich nicht erhöhen. Gilt da als voll. Moment. Moment. Oder muss ich, ich muss ihn erst einhängen, ne? Erstmal auswählen und dann aushängen. Nee, der hat tatsächlich nur 5 Gallonen getankt. Ja, dann machen wir das so. Oh Leute, der Sound geht mir so auf den Sender, ne? So, dann holen wir uns mal schnell Futterolien. Hallo? Hallo? Okay. So, Dosenfutter. Tiefkühlpizza. Bin ich dabei? Dann nehmen wir hier nochmal Dosenfutter mit. So. Ja, Käffchen vielleicht noch. Kaffee, hallo, hallo. Ja, nehmen wir. Ah, Inventar voll. Mist. Na gut, ja, wir wollten eh eine Pause machen. Egal. Mann, geht der mir auf den Sender hier mit seinem Gegene. Zum Glück hören wir das jetzt nicht, weil der Motor so laut ist. Obwohl er steht, ne? Ist fantastisch. Ist einfach fantastisch. Hallo? Kannst du machen, was du willst, ne? Du weißt ja, stehst du, fährst du, machst du, weißt du, es ist wirklich... ich kriege hier wirklich Flocken. Nein, das will ich nicht. Kruzinesen, so, jetzt. Machen wir eine kleine, elegante Schleife, ich versuch's jedenfalls. Dann stellen wir uns hier irgendwo an den Rand. Ah, die Kollegen freuen sich, die reiben sich noch die Hände, die haben fröhlich bei mir abkassiert. So, wir packen uns mal hier hin. Motor aus. Und wir fahren weiter, jedenfalls downtechnisch. Kannst du dir nicht ausdenken. Egal. Ich kann es ja nicht ändern, ne? So, dann proben wir mal ein bisschen. Gute Nacht. Oh. Oh. Der Ton. Der Ton hat aufgehört. Fantastisch. Tiefkühlpizza, die werden wir uns mal schnell reinpfeifen. Oh, jetzt haben wir gar keinen Ton mehr. Das ist ja noch besser. Naja, gar kein Ton ist besser als ein Misston. Aber Leute, es ist, das geht nicht. Es geht einfach nicht, Freunde, es geht einfach nicht. Wo war denn jetzt mein Inventar? Haben die da die Taste geändert? Moment. Ah, da. Nichts geändert. Heiße Pizza rein damit. Da warten wir nicht, bis die abkühlt. Wir haben Kohldampf. Gut. Ich habe jetzt so das dumme Gefühl, dass wir jetzt gar keinen Motorsound haben werden. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Leute, wann fixt ihr das? Seht zu, dass ihr das in den Griff bekommt. Es ist absolut unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Wir haben jetzt gar keinen Sound. Nee, Freunde, also ne, ich wollte einfach mal gucken, ob wir das jetzt hier gebacken kriegen. Aber
wenn die Kollegen das nicht hinkriegen, den Ton da zu fixen. So kannst du nicht fahren, seid mir nicht böse. Ne? Du kannst hier einen Stummfilm angucken, hast denselben Spaß bei. Wir sehen jetzt, dass wir die Klamotten hier einigermaßen schnell loswerden. Ja, ich hatte die Hoffnung, dass wenn wir jetzt schlafen gehen, dass wir ja da den Ton zurücksetzen. Hat ja mehr weniger als mehr, aber ja, ein bisschen geklappt. Aber jetzt haben wir gar keinen Ton mehr. Ton zurückgesetzt, aber dafür auch weg. Das ist es auch nicht. Ne? Ja. Schön. Jetzt haben wir einen Elektrotrag. Man hört es nicht, noch nicht mal ein Sirren. Also schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr auch ebenfalls nach wie vor diese massiven Tonprobleme habt im Spiel. Würde mich mal interessieren, oder ob ich der einzige Heini bin, der sich damit abquälen muss hier. Aber gar keinen Ton, ne? Das ist Respekt. Das ist, ja. Es ist nicht, wie gesagt, es ist jetzt natürlich nicht so nervig wie ein Dauerton vom Motor oder irgendwelche schrägen Pieptöne, wie wir sie letztes Mal hatten, aber ganz stumm, ne? Da hast du ja jetzt überhaupt gar kein Fahrgefühl mehr, null. Du hast noch nicht mal die Umgebungsgeräusche, also wirklich, ne? Nada. Nicht, niente, ich habe nichts runtergedreht, ist einfach aus. Ja, schön. Still ruht der See. Wir müssen uns da jetzt kurz durchquälen, Leute. Also ich mache die Route hier jetzt auf jeden Fall fertig. Ne, macht euch, was weiß ich, Spotify oder irgend so ein Kram an im Hintergrund. Ich kann nichts dabei machen. Was hilft's? Ich darf ja hier kein Spotify oder Musik anmachen. Ne? Dann kommt ja hier Onkel YouTube und haut meinen auf den Deckel. Will ich ja auch nicht. Aber das ist No-Go. Absolutes No-Go. Es ist ja, und das ist eben halt, was mich richtig wurmt. Es ist ja kein neues Problem, scheinbar auf der Konsole. Es ist bekannt oder sollte bekannt sein, weil es ist offensichtlich. Ich habe es auch von anderen Kollegen schon gehört, dass dieses Problem länger besteht. Warum bitte wird das nicht gefixt? Also, ein Tonproblem sollte man doch mehr oder weniger mit am einfachsten fixen können. Ne, es ist jetzt kein Fehler der Engine oder irgend sowas. Es ist der Ton, ne? Macht das, fix das, Leute. Junge, dafür haben wir euch bezahlt. Und das macht mich so wütend. Nicht der Fehler selber, sondern dass die Studios damit ihre eigenen Titel, die eigentlich gut sind, verkacken mit so einem Pipifax. Ne? Aber dieser Pipifax hat enorme Auswirkungen auf den Spielspaß. Ne? Das ist es eben halt. Also ich komme mir jetzt gerade so ein bisschen wirklich creepy vor, ne? Abgesehen davon, dass ich kein Geschwindigkeitsgefühl mehr habe, null, absolut null. Wirklich diese Totenstille, ne? Das ist, boah, Wahnsinn. Also das ist jetzt hier leider, 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 leider ein Tiefpunkt, ein neuer Tiefpunkt hier. Eine stumme Welt, ein stummer Truck. Selbst die Natur schweigt sich aus. Ja. Aber zum Glück haben wir nur noch rund 60 Meilen vor uns. Das sollten wir relativ zügig hinter uns bringen. Ich versuche das jetzt im Rahmen der Umstände jetzt auch einigermaßen unfallfrei hier und so schnell wie möglich durchzuziehen, dass wir das Ganze hier zumindest sicher nach Hause bringen. Ja, also wie gesagt, mehr oder weniger sicher. Leider haben wir ja schon 2% Schaden wegen der dämlichen Verkehrs-KI hier. Ja, es fing so gut an, ne, Freunde. Es fing so gut an. Und ich hatte jetzt wirklich, ich hatte heute wirklich wieder Bock auf das Spiel. Ich hatte Bock, ja. Und die ersten 10 Minuten, Viertelstunde geht's gut. Dann, zack, hängt wieder der Ton und wieder nischt. Ne? Es ist, ja, traurig.
So, mal ein bisschen Gas hier, dass wir hier auch ankommen. Und jetzt hängt er fest. Jetzt hat er sich aufgehangen. Leute, ja, ich breche das mal an dieser Stelle ab. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist momentan sehr traurig, was abgeht beim Alaskan Road Trucker. Ich werde definitiv wiederkommen. Ich will dieses Spiel weiterspielen. Ich habe Bock drauf, aber das muss gefixt werden. Da gibt es nichts drüber zu diskutieren. In diesem Sinne, Leute, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Trotz der aller Katastrophen oder gerade wegen, keine Ahnung. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder Follow da. Ne? Gerne die Glocke läuten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü tschü.